Hallo, Ralf Tüte hier mit einem neuen Video zum Thema Comics. Und zwar gibt es eine Comicreihe, die ich sehr gerne lese, Uncanny X-Men. Und da wollte ich euch heute meine Top 3 Uncanny X-Men Bände vorstellen. Auf meinem Platz 3 von Uncanny X-Men, die letzten ihrer Art. Ja, das sind düstere Zeiten für Mutanten, ne, und die X-Men sind verschollen, und Cyclops hat zwar einige Gefährten, ne, aber die werden halt immer weniger. Ne? Und dann gibt es noch Auseinandersetzungen mit den Mitgliedern des Hellfire Clubs. Gefällt mir sehr gut, der Band, aber auch von der Story her, von Zeichnung sowieso. Auf meinem Platz 2 kann die Überlebenden, wo sich die X-Men mit dem schizophrenen Sohn von Charles Xavier Legion zusammentun. Ne? Und sie wollen halt einen übermächtigen Mutanten zur Fall bringen, Nate Grey. Und das ist, glaube ich, der Sohn von Jean Grey. Auch eine schöne, interessante Story. Sehr schön gezeichnet auch, ne? Und Platz 2. Und auf meinem Platz 1 von Uncanny X-Men, Cyclops kehrt zurück. Und zwar sehen Cyclops und Wolverine halt dabei, neue Mutanten zu suchen, um eine neue Gruppe X zu gründen. Hat mir auch von der Story her und von Zeichnungen auch sehr gut gefallen, dieser Band. Ja gut, das sind meine Top 3 Alben aus der Serie Uncanny X-Men. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.